Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um das Thema krank während des Urlaubs. Was ist eigentlich zu beachten? Ich freue mich schon wahnsinnig auf meinen Urlaub, so gerne ich auch arbeite, so gerne habe ich auch Urlaub. Und das geht ja vielen so. Manche arbeiten noch nicht mal gern und haben trotzdem gern Urlaub. Und da ist dann aber immer das Dumme, wenn ich jetzt im Urlaub krank werde, was ist dann? Also ich erlebe viele Arbeitnehmer, die da gar nicht drüber nachdenken. Die sind dann im Urlaub krank, kommen dann wieder zur Arbeit und sagen, ja, ich war die ganze Zeit krank, war nicht so doll. Das ist dumm, muss ich schon so sagen. Ich habe zwar früher, als ich Arbeitnehmer war, selbst so gemacht. Man dachte immer, das ist halt Pech. Ja. Aber es ist eigentlich dumm, weil man den Urlaub normalerweise wirklich braucht, um sich zu regenerieren. Und gerade wer jetzt nur den Mindesturlaubsanspruch hat, der sollte wirklich seinen Urlaub auch nutzen können. Es ist auch rechtlich gesehen korrekt, wenn der Arbeitnehmer sich im Urlaub dann krank meldet. Also ich merke im Urlaub, ich werde krank, dann mache ich Folgendes. Ich melde sofort meinem Arbeitgeber auf schnellstmöglichem Weg, hey, ich bin krank geworden, und ich gehe zum Arzt und besorge mir eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit rechnet dann mein Urlaub nicht, auch wenn er gewährt wurde. Ich kann den Urlaub dann nachholen. Hier muss man jetzt aber aufpassen, viele denken, der Urlaub verlängert sich dann um diese Zeit. Das ist nicht der Fall. Das heißt, Ihr Urlaub endet ganz normal. Entweder Sie sind dann immer noch arbeitsunfähig, na dann brauchen Sie ja nicht zur Arbeit, oder Sie sind wieder gesund, dann müssen Sie auch wieder zur Arbeit gehen. Sie können natürlich den Arbeitgeber vorher fragen, ob Sie den Urlaub hinten ranhängen können. Wenn er das macht, ist das kein Problem. Aber viele Arbeitgeber sind damit nicht einverstanden. Die wollen Sie zumindest mal so für einen Tag wieder sehen. Das ist an sich nicht korrekt, denn Sie können ja Ihren Urlaub verlangen. Und der Arbeitgeber muss ja dem Urlaubswunsch stattgeben, es sei denn, es gibt irgendwie betriebliche Bedürfnisse, dass das eben nicht geht. Insofern könnten Sie theoretisch verlangen, dass Sie direkt danach auch Ihren Urlaub machen können, und der Arbeitgeber muss dann sagen, das geht aus betrieblichen Gründen nicht. Aber ich sage mal so, ich würde in so einer Situation da nicht zu Streit raten. Im Zweifel gehen Sie halt wieder hin und beantragen Sie dann Ihren Urlaub. Ja, das ist so das Thema. Wir machen im nächsten Video nochmal was zu der Frage Urlaub während der Krankheit. Also insbesondere, kann ich eigentlich, wenn ich arbeitsunfähig bin, wenn ich krank bin, irgendwie in Urlaub fahren? Tschüss, bis zum nächsten Mal.